Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Trading-Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn wir uns heute zusammen eine UV-Liste bauen. Letztes Mal habe ich ein Video gemacht zu einer UV-Liste für 100 bis 500k ungefähr, dass ihr erstmal einsteigen könnt, ne? Die Leute, die noch nicht drin sind im UV-Game oder allgemein im Trading-Game, dass sie erstmal einfach eine Startmethode haben, mit der sie anfangen können. Und heute geht es halt eben darum, dann weiter darauf aufzubauen. Das heißt, ihr habt jetzt mit dieser 100, 500k UV-Liste irgendwie angefangen oder ihr habt allgemein einfach schon mehr Coins auf der Uhr. Und darum geht eben heute dieses Video. Ich denke mal, es ist so eine 500k bis 1 Million UV-Liste. Nächstes Mal wird es eine 1 Million bis 1,5 Millionen UV-Liste und immer so weiter. Bauen wir uns zusammen auf. Das heißt, falls ihr den ersten Part noch nicht gecheckt habt oder noch nicht genug Coins habt, dann checkt den ersten Part auf jeden Fall ab. Da könnt ihr noch mal ein paar richtig gute Tipps mitnehmen. Und heute geht es dann, wie gesagt, um die Leute, die jetzt schon ein paar Coins am Start haben und jetzt ihre UV-Liste ausbauen möchten. Dementsprechend bleibt bis zum Ende dran, Freunde. Lasst gerne schon mal ein Like und einen Kommentar da, wenn ich in Zukunft weiterhin Trading-Videos machen soll. Und ansonsten vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft dann solche Videos nicht mehr zu verpassen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal rüber auf die PlayStation und gucken uns mal meine aktuelle UV-Liste an. So, und bei meiner aktuellen UV-Liste ist es tatsächlich momentan so, ich biete mal kurz die UV-Liste neu an. Ihr seht vier Verkäufe, okay, jetzt könnte man denken, hä, vier Verkäufe ist ja gefühlt gar nichts, aber nee, guckt euch das nämlich hier mal an. Wir haben nur noch 49 Angebote und ich glaube, ich habe Freitagnacht eingekauft. Samstag tagsüber war ich den ganzen Tag unterwegs, deswegen konnte ich nur 3-4 Mal anbieten. Sonntag, gestern habe ich jetzt auch 3-4 Mal, 5-6 Mal angeboten oder so. Und ich habe über 50 verkaufte Objekte seit Freitagnacht dazu bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich hatte sogar ein bisschen nachgekauft. Also na, lass es 60, 70 Verkäufe sogar sein. Und das ist, weil wir jetzt ja gerade das Footballers Event haben und beim Footballers Event eben keine Special Karten im Pack sind und jeden Tag SBCs rauskommen. Das ist halt sehr, sehr gut. Dadurch herrscht halt viel Movement auf dem Markt, sage ich mal. Und dadurch kann man immer wieder gut UV-Spieler nachkaufen und immer wieder auf die UV-Liste setzen und damit halt seine Coins machen. Deswegen finde ich es auch so wichtig, diese Woche dieses Video zu machen. Ich hatte erst überlegt, okay, wir warten vielleicht nochmal eine Woche. Ihr nutzt noch die UV-Liste von letzter Woche. Aber dadurch, dass jetzt so am Wochenende die UV-Liste so krass reingeknallt hat, ja, muss ich dieses Video einfach machen, um euch da zu zeigen, wie ich da vorgehe mit der UV-Liste und wie ihr eure UV-Liste ein bisschen aufpimpen könnt. Also ich lösche mal meine verkauften Objekte. Das solltet ihr eigentlich nicht machen. Ich bin da jetzt schon so gut drin im Game. Ich kann das auch ohne die verkauften Objekte machen. Aber meistens ist es so, wenn ihr eine UV-Liste laufen habt und am Tag dann, keine Ahnung, 10, 20, 30 Verkäufe habt, dann lasst ihr diese Verkäufe auf eurer Liste drauf und könnt halt abends genau diese Spieler nachkaufen. So, dann checkt ihr, weiß nicht, ein Perisic hat sich jetzt für 45k verkauft, sagen wir mal. Ich check abends seinen Preis, er ist immer noch bei 40 oder sogar noch günstiger. Und dann weiß ich, okay, ich kann ihn einkaufen, weil er ist für 45k weggegangen, ist trotzdem noch bei unter 40. Das heißt, Einkaufspreis bleibt gleich. Und so könnt ihr dann immer genau die Spieler kaufen, die sich halt verkauft haben und die auch gut funktioniert haben. Daran kann man sich am Anfang, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, ganz gut orientieren. Aber ihr könnt euch natürlich auch einfach dieses Video anschauen, wie ihr es jetzt gerade macht. Und dann habt ihr auch eine gute Orientierung, wie ihr bei der UV-Liste vorgeht. Und dann müsst ihr es vielleicht gar nicht machen mit den verkauften Objekten. So, ihr seht es bei mir, Freunde. Es sind sehr, sehr viele alte Special-Karten drauf. Die sind teilweise halt noch Objekte. Ich muss sagen, zum Beispiel ein Volland, ein Gakpo, auch ein Perisic war jetzt ein schlechtes Beispiel. Ein Pepe, die Smolarex hier, Calabria, Montiel, das sind alles noch Karten, die ich seit 2-3 Wochen drauf habe. Und da gehen immer mal wieder welche weg. So, ich wollte einfach keinen Verlust mitnehmen. So, ich biete die jetzt seit 2 Wochen die ganze Zeit wieder an und die gehen halt nicht weg. Also beziehungsweise nur sehr vereinzelt. Aber ich habe wirklich die Karten, die ich Freitagnacht eingekauft habe. Da sind die einzigen Überbleibsel vielleicht hier so ein Vinny. Saar hatte ich, glaube ich, einkauft. Lamela, Grealish, Foden. Ja, und das war's. Also den Rest sonst habe ich, glaube ich, nicht eingekauft. Beziehungsweise habe ich eingekauft, aber es ist schon etwas länger her. Das heißt, es sind wirklich nur sehr wenig Karten übrig geblieben von denen, die ich eingekauft habe. Und wie gesagt, das Geile ist halt, dass diese SBCs jeden Tag rauskommen. Und bei diesen SBCs, bei Mixed Campaign Player Pick oder auch bei diesem 85 Plus Player Pick, hier zieht man ja ein Winter Wildcard, Out of Position, OTW, Tote ehrenvolle Erwähnung oder Foot Fantasy Spieler. Und bei der anderen kriegt man ein Road to the Final, Future Stars oder Centurion Spieler. Das ist halt wirklich sehr, sehr optimal, weil dadurch natürlich Leute ihre Karten verkaufen und dadurch einfach mehr Movement, wie gesagt, auf dem Markt da ist. So, und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich da persönlich abends bei Footbin vorgehe, mir die Spieler rauszusuchen und euch halt jetzt hier noch ein paar Empfehlungen mitzugeben, mit denen ihr diese Woche arbeiten könnt. So, und wenn wir dann auf Footbin raufgehen, ne, also einfach footbin.com, sollte ja jeder von euch eigentlich kennen, dann haben wir ja hier immer die beliebten Spieler, damit habe ich früher immer gearbeitet, aber Footbin hat halt nun mal ein cooles Tool rausgebracht, mit dem ihr jetzt sehr, sehr gut eure UV-Listen bauen könnt und das ist wie folgt. Ihr geht hier auf Markt und dann seht ihr hier Index 100 oder auch Index Spezial. Das sind meistens die beiden Filter, die ich benutze. Ich gehe dann meistens erst auf Index 100.
100 gucke, okay, was ging jetzt hier so ab und sehe dann hier rechts schon Top Losers. So, und da ist es jetzt wichtig zu unterscheiden, Freunde. Ihr habt jetzt hier einiges an Karten, wo ihr seht, hey, guck mal, Elanga ist 17% gedroppt, ein Lucas Moura ist 15% gedroppt und so weiter und so fort. Und ihr seht, es sind fast nur Special-Karten, die dort sind, weil, wie gesagt, wegen den SBCs ist so ein kleiner Marktcrash, sage ich mal, und die Karten gehen allgemein etwas runter, aber die rebounden auch, beziehungsweise die rebounden nicht, aber die schwanken einfach. Das heißt, wenn ihr abends einkauft in der UV, das solltet ihr ja schon gelernt haben, UV kauft man ein zwischen 19 Uhr und irgendwann in der Nacht, also auf jeden Fall, wenn neuer Content rausgekommen ist, darauf wartet man erstmal immer, um sich auch ein bisschen abzusichern. Und dann kauft ihr halt, wie gesagt, nach 19 Uhr ein. Und dann solltet ihr eigentlich tagsüber, wenn ihr nicht zu hohe Preise benutzt und auf die anderen Kriterien, die ich gleich nochmal erkläre, achtet, dann sollten die da eigentlich meist weggehen. So, hier könnt ihr euch dann immer austoben, Freunde. Ihr guckt denn hier, was in eurem Preissegment ist. Sagen wir mal jetzt, ihr habt, keine Ahnung, 700-800k, dann lohnt es sich natürlich nicht, jetzt hier ein Firmino einzupacken. So, das ist sowieso auch von den EA-Tags, ne? Ihr müsst immer dran denken, 5% sind immer EA-Tags. Das heißt, wenn ihr ein Firmino jetzt verkaufen würdet, dann würden da schon mal so 20-30k EA-Tags einfach weggehen und dementsprechend müsstet ihr den halt locker für 50-60k mehr verkaufen. Das ist dann schon wieder etwas schwierig, dass der so krass rebounden würde. Deswegen müsst ihr dann ein bisschen gucken, was für Karten in eurem Preissegment sind. So, sagen wir, wie gesagt, diese 700k, dann würde ein Fabian Scheer in das Preissegment reinfallen, ein DeMarcus würde da reinfallen, vielleicht noch ein Mertens würde da reinfallen. Wenn wir da mal ein bisschen weiter runter scrollen, dann sehen wir vielleicht hier noch so ein Montiel, der da gut reinpassen würde, ein Nelson, ein Musiala. Also die Karten, die halt so 20-30k maximal kosten, würden dann in euer Preissegment reinpassen. Und ihr könnt dann ja die Spieler aus dem letzten UV-Listen-Video, die Goldkarten, die ich euch da alle gezeigt habe, die könnt ihr dann ja gut dazwischen mischen. Ne? Dann, wenn ihr dann anfangt und auf einmal nur noch 100-200k habt und aber erst 50 Objekte auf eurer Liste oder 30-40, dann nehmt ihr halt die restlichen 100-200k und nehmt die Gold-OP-Karten aus dem letzten Video und füllt damit dann eure Liste auf, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Ihr solltet eigentlich immer bis zu 100 Spieler auf der Liste haben, weil dann die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass sich was verkauft. So, ihr, ne, wenn ihr 50 Spieler drauf habt und sich einer verkauft, dann wären es bei 100 ja schon zwei Spieler als Beispiel, so einfach von der Wahrscheinlichkeit her. Dementsprechend, desto mehr Spieler ihr auf der UV-Liste habt, desto mehr Spieler werden sich auch verkaufen. Das ist schon mal nochmal ein wichtiger Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr dann jetzt, wie gesagt, abends guckt, 19 Uhr oder 20 Uhr, 21 Uhr und ihr sagt, hey, Nelson ist für mich ein guter Kandidat, klickt ihr einfach auf diesen Nelson drauf. Wie gesagt, die Liste aktualisiert sich auch immer. Ich kann ja mal ganz kurz hier nochmal rüberfliegen und mal gucken. Ich weiß nicht, in welchem Minutentakt oder was weiß ich, die sich aktualisiert, die Liste. Aber vielleicht, wenn wir jetzt aktualisieren, kommen hier schon wieder andere Spieler. Meistens sind so 5 bis 10 Minuten oder so, dann aktualisiere ich und dann kommen da nochmal ein paar andere Spieler. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier funktioniert hat. Sieht noch so aus, als wären es dieselben Spieler, ja. Sind keine neuen Spieler zugekommen. Aber wenn ihr euch hier durcharbeitet, dann dauert das ja eh erstmal, wenn ihr ein paar Karten einkauft. Und wenn ihr dann eingekauft habt und 10 Minuten, 20, 30 weg sind, aktualisiert ihr nochmal und dann kommen da einfach neue Karten. So, deswegen könnt ihr wirklich die ganze Zeit mit dieser Liste hier arbeiten. Und was ihr dann macht, abends einen Spieler zu checken, seht ihr Barella 25k. So, und dann guckt ihr euch einfach die letzten paar Tage ein bisschen an. Dass ihr wisst, hey, der war jetzt nicht irgendwie bei 80k oder so und ist irgendwie krass gedroppt wegen irgendeiner SBC, weil er eine gute Alternative bekommen hat und der hat keine Chance zu rebounden, sondern ihr guckt einfach, hatte der die letzten Tage Schwankungen, wo war immer sein niedrigster Preis, wo war sein höchster Preis. Sehen wir, Freitag war er teilweise bei 30k, er war aber auch bei 27k. Wenn man sich Donnerstag anguckt, war er sogar bei 26k, war aber auch hier wieder bei 29k. Und ihr seht, Barella hat die ganze Zeit immer so Schwankungen von 26 bis 30k, würde ich sagen. Samstag war der Mann bei 27, gestern war der Mann auch bei 27 und heute ist der Mann jetzt aktuell auch gerade für 25 zu bekommen. Das heißt, das wäre jetzt sogar ein guter Preis, wo ich vielleicht darüber nachdenken würde, sogar tagsüber jetzt einzukaufen. Aber man sichert sich, wie gesagt, einfach nochmal ein bisschen mehr ab. Wer weiß, heute Abend kommt vielleicht Best of Team of the Week SBC oder so. Keine Ahnung, kann man ja nie wissen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man einfach auf den 19 Uhr Content wartet und dann einkauft. Aber wäre es jetzt 19 Uhr, wäre das auf jeden Fall ein Kandidat, den ich mitnehmen würde. Maximal 3 bis 5 Mal. Und dann würde ich einfach unter Footprint-Preis snipen und defensive Karten, beziehungsweise Leute, die halt abwehrtechnisch arbeiten sollen, egal ob Innenverteidiger, Außenverteidiger, ZMs, ZDMs, hole ich mir meistens mit Shadow. Oder ihr guckt einfach dann hier unten bei What Chemistry Style is the best for Barella. Da haben jetzt 224 Leute gewotet. Anchor und Shadow sind die besten. Das heißt, das sind die beliebtesten bei Barella. Dann könnt ihr einfach sagen, ey, ich setze jetzt den Filter auf 25, vielleicht sogar 26k. Snipe ihn mit Anchor und mit Shadow. Stell ihn dann, wie gesagt, für so 15% im Schnitt mehr drauf. Ihr kennt ja meine Formel. Ihr nehmt einfach die Zahl vorne von eurem Einkaufspreis, die packt ihr schon mal safe drauf. Das heißt, wenn ich jetzt einen Barella 25k mit Shadow bekomme, packe ich schon mal 2k drauf. Das heißt, ich wäre bei 27 und dann hat man nochmal diese 2 bis 4k variablen Spielraum, die man nochmal extra oben drauf packt. Das heißt, einen Barella, den ich jetzt für 25 holen würde, würde ich dann wahrscheinlich so für 29k ungefähr auf dem Transfermarkt anbieten. Und wichtig ist auch, dass ihr die Karten zu verschiedenen Preisen anbietet. Wenn ihr jetzt 5mal Barella holt für 25k, alle mit Shadow und ihr alle für 29 anbietet, dann ist es einfach für den Käufer, den wir am Ende haben,
haben wollen, diesen Lazy Buyer, deswegen funktioniert die vorher überhaupt, ist es halt unattraktiv, wenn da auf einmal 5 Barellas alle 29k Shadow hintereinander kommen und dann ist da noch auf der Seite vielleicht einer für 28.500 oder so, obwohl sein Preis bei 25k ist, dann kauft dieser Lazy Buyer aber nicht euren für 29, weil es da halt so viele auf einmal gibt, sondern halt den für 28.500. Deswegen ist es wichtig, dass ihr in den Preisen variiert. Das heißt, ihr bietet einen für 28.500 an, dann einen für 29.500, einen für 29.000, einen für 29.250. Einfach, dass ihr da ein bisschen spielt, so dass es für den Käufer halt einfach attraktiver wirkt, wenn da eine Karte etwas günstiger ist und er sie dann halt eben einkaufen möchte, weil er denkt, das ist die günstigste Karte und keinen Bock hat, bei Footprint zu gucken, wie teuer er wirklich ist, um mit dem Preis runterzugehen etc. pp. Und so funktioniert dann die UV-Liste eigentlich sehr, sehr gut. Das heißt, ihr geht 19 Uhr hier rauf, sucht euch hier die Karten raus, welche halt gut gedroppt sind. Guckt die letzten Tage an, ob die Karte die letzten Tage irgendwie viel, viel höher war und ob die jetzt viel zu krass gedroppt ist oder ob sie sowieso die ganze Zeit schon Schwankungen hat, wie jetzt ein Barella hätte. Und dann snipet ihr einfach mit dem richtigen Chemiestil und bietet sie für ca. 15%, 20% mehr auf dem Markt an. So viel dazu, Freunde. Und ja, wie gesagt, ihr nutzt halt einfach diese Liste, guckt ein bisschen auf euer Budget. Ich kann euch das jetzt nicht ganz genau vorsagen, weil sich die Liste auch immer aktualisiert. Ne? Wir arbeiten ja hier mit Schwankungen. Deswegen ist es viel, viel besser, als wenn ich euch jetzt die ganzen einzelnen Spieler hier einfach nenne und die sind dann heute Abend aber alle viel teurer oder so, dann macht es gar keinen Sinn. Sondern ihr nutzt diese Liste hier einfach selber und sucht euch hier die Karten raus. Und ihr könnt ja sogar dann noch hier auf Index Spezial gehen und da habt ihr auch nochmal einiges an Karten, weil erstens hier bei Top Losers sind dieselben Karten. Oh, guck mal, jetzt hat sich hier schon was aktualisiert, glaube ich. Ich glaube, Fabian war eben nicht auf dem ersten. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber jetzt habt ihr hier unten dann immer auch noch Index Spezial. Das heißt, ihr habt hier Informs, die gut gedroppt sind und Informs laufen auf UV-Listen auch meistens immer sehr, sehr gut. Habt ihr hier auch nochmal Barella, haben wir eben schon gesehen. Martinez ist hier gerade noch gut gedroppt. Leao, deswegen ist er auch auf meiner UV-Liste immer noch, weil er wahrscheinlich die ganze Zeit noch am Droppen war und ja, ich da damals zu früh eingekauft habe. Ja, Heung-Min Son und Marquinhos sind jetzt zu teuer. Dembélé ist für Leute mit ein bisschen mehr Budget vielleicht eine coole UV-Karte. Saliba sieht nach einer guten UV-Karte aus und der Rest ist leider zu teuer. Aber auch hier aktualisieren sich die Spieler alle 10, 20 Minuten und dann könnt ihr da immer wieder raufgehen. Da habe ich doch noch eine kleine Empfehlung für euch, was für Karten auch interessant werden könnten diese Woche. Das sind im Allgemeinen eigentlich die ganzen Fantasy-Karten, weil die haben jetzt ja teilweise schon Upgrades bekommen, sind aber auch teilweise gedroppt. Also wenn man sich jetzt hier, weiß ich nicht, hier vorhin Angelino gesehen, den sehe ich jetzt hier nicht mehr perfekt. Ich rufe mir einfach mal Angelino so auf. Ja, aber diese Food Fantasy-Karten, da könnt ihr abends eigentlich auch immer die, gerade die günstigen, eigentlich gut einkaufen, weil, wie gesagt, die Upgrades schon bekommen haben und teilweise noch bekommen und dementsprechend die natürlich auch Schwankungen aufweisen und man da abends einfach darauf achten kann, dass man da vielleicht eine Karte, die dann abends einfach ein bisschen gedroppt ist, so, der ist jetzt gerade gestiegen, deswegen wäre er jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn es schon nach 19 Uhr wäre. Wenn aber 6-7% gedroppt wäre, wäre vielleicht ein gutes Beispiel, um den sich dann auch auf die UV-Liste zu packen. Der zweite Punkt ist das aktuelle Team of the Week natürlich. Ich bin immer noch ein bisschen lost mit diesem neuen Footbinding. Ah, hier ist Squads, Team of the Week 20. Hier hat man auch einige sehr, sehr gute UV-Kandidaten, die am Wochenende bei mir überragend liefen. Wir haben einmal Openda, der läuft sehr, sehr gut. Ein David läuft sehr, sehr gut. Berardi läuft sehr, sehr gut. Walker Peters läuft sehr, sehr gut. Rabiot, Guerrero und auch ein Aholu. Aholu vielleicht ein bisschen weniger. Ein Trossard läuft aber auch sehr gut. Ein Pavard läuft sehr, sehr gut UV. Ja, das heißt, ihr habt hier im Team of the Week alleine auch nochmal 7-8 Karten oder so. Wenn ihr die alle 3-5 Mal holt, habt ihr nochmal 30-40 Kandidaten auf der UV-Liste extra. Wichtig ist nur, dass ihr hier darauf vielleicht achtet, dass sie wirklich schon einen Chemiestil haben. Ist bei neuen Team of the Weeks manchmal ein bisschen schwieriger. Ich habe übrigens gerade Kovacic vergessen, auch eine gute UV-Karte. Aber ihr könnt sonst nachträglich einfach selber einen Chemiestil draufpacken. Gerade bei neuen Team of the Week Karten ist es gar nicht so wichtig, was für ein Chemiestil da drauf ist. Also es ist natürlich krasser, wenn ihr jetzt einen Kovacic mit Shadow sniped abends. Aber ihr könntet auf dem Kovacic auch irgendein random Chemiestil einfach draufpacken. Packt einfach Gladiator, wenn ihr den noch im Verein habt, drauf. Zack, dann packt ihr einmal Engine drauf, dann packt ihr einmal Deadeye drauf und so weiter und so fort. Das ist eigentlich egal, das macht die Karte halt einfach attraktiver, wenn ein Chemiestil drauf ist und damit laufen dann neue Team of the Week Karten UV auch nochmal besser. Aber Freunde, ich glaube, damit habe ich jetzt auch wirklich schon ein bisschen den Rahmen fast schon gesprengt. Das sollte eigentlich ein viel, viel kürzeres Video sein. Aber ich hoffe, dass ihr damit einfach verstanden habt, wie ihr jetzt eure UV-Liste weiter ausbauen könnt. Wenn ich schaffe, poste ich auch abends immer in Discord rein, welche Karten ich kaufe. Mal sind es 10 verschiedene Karten, mal sind es 20 verschiedene Karten. Daran könnt ihr euch natürlich auch orientieren, aber ich finde es halt cooler, wenn ihr euch eure eigenen Karten raussuchen könnt und mit denen arbeiten könnt, weil sehr zeitaufwendig ist es auf jeden Fall nicht. Das geht eigentlich immer relativ fix. Wenn ich jetzt so 30, 40 Karten nachkaufe oder so abends, dauert es vielleicht eine halbe Stunde maximal und der Zeitaufwand lohnt sich da auf jeden Fall, weil sonst hätte ich jetzt nicht schon irgendwie 22, 23 Millionen Transfererlös. Und ja, es ist einfach eine sehr simple Methode. Sollte diese Woche sehr gut laufen. Deswegen, wie gesagt, pusht den Algorithmus ein bisschen, dass wir möglichst viele Leute erreichen. Schickt es auch gerne euren Freunden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.